Ja, von daher würde ich sagen, immer ganz pünktlich, schön, dass ihr dabei seid. Ja, das Faszientraining. Wir hatten die letzten zwei Wochen schon so ein bisschen Faszientraining gemacht und da hatte ich so ein bisschen über den Aufbau der Faszien, ne, und was die Faszien mögen und was sie nicht mögen, schon so ein bisschen was erklärt. Heute geht es dann, ich glaube, fast so ein bisschen um eine sehr intensive Technik, das Faszienrollen oder das ja wirklich Durchblutung anregen der Faszien mitgerät, nämlich mit der Rolle. Es gibt, wie ich gerade schon sagte, die längeren Rollen. Das sind ja eigentlich gar nicht reine Faszienrollen, sondern Pilatesrollen. Und es gibt die Originalfaszienrollen, die sogenannten Black Rolls. Meines Erachtens sind die Black Rolls zu fest. Wenn ihr eine habt, ich habe natürlich auch eine, habe ich jetzt gerade nicht hier, die sind so extrem hart, so fest, dass ich glaube, dass das für die Muskulatur, für die Faszien zu intensiv ist. Ne, kann man machen, wenn man es sehr gewöhnt ist, aber zum Anfang würde ich immer eine etwas weichere Rolle sogar vorziehen. Ich werde oft gefragt, es gibt Rollen, die haben so Wellen, Huppeln, Pünktchen, ach, weiß nicht, ihr wisst vielleicht, was ich meine, ne? So Muster und alles. Ne? Werde ich oft zu gefragt natürlich. Wenn es sich um eine Black Roll handelt, die dann solche Furchen und Muster hat, finde ich das gut, weil es dadurch weicher wird, weil dadurch die Muskulatur, die das Gewebe eine Möglichkeit hat, ein bisschen, ich sag mal, auszuweichen, was aber Sinn macht. Das ist dann wieder der Vorteil von dieser Rolle, die ist sowieso ja weicher und gibt ein bisschen nach. Darum braucht die nicht unbedingt diese Wellenmuster. Das vielleicht nur noch mal so kurz zur Info. Gibt es eine Kontraindikation? Das heißt, gibt es einen Fall, wo du nicht mitmachen dürftest? Ja, und das möchte ich natürlich sagen. Ne? Und zwar bei Krampfadern und Venenerkrankungen, vor allen Dingen Venenklappen. Also wenn da jetzt der ein oder andere direkt von euch sagt, oh Gott, ne, Krampfader, dann darf ich jetzt gar nicht mitmachen. Nicht ganz. Dann solltest du aber tatsächlich die Technik an den Beinen nicht mitmachen, weil es tatsächlich für Krampfadern und für Venenleiden absolut kontraproduktiv ist. Damit tust du dir dann keinen Gefallen. Ne, klar, wir wollen die Faszien durchbewegen, aber wenn da einfach eine Erkrankung vorliegt und Venenerkrankung und Krampfadern ist eine Erkrankung, dann solltest du bitte tatsächlich die Übung dann an den Beinen auslassen. Aber wir haben auch noch andere Techniken am Rumpf, Schulter und so weiter. Oberschenkel Vorderseite dürfte man dann auch schon wieder machen. Also das für euch zur Info. Ne, denkt da wirklich dran. Und wenn ihr wisst, da ist einfach eine Krampfader oder so, dann macht die Technik an den Beinen bitte nicht. Ja, ich würde sagen, wir starten. Da ziehe ich natürlich direkt hier meine Jacke aus. Die behindert mich sonst nämlich sowieso. Man sollte bei dem Faszientraining sich durch den Körper durcharbeiten, von unten nach oben. Ja, von unten nach oben heißt von den Füßen an. Aber die Füße lassen wir aus. Wir machen oder wir fangen mit den Beinen an. Wenn du jetzt diesen kleinen, hübschen, schönen Ball hast, dann ist das sehr, sehr schön. Denn dann kannst du dich auf den Ball draufsetzen und keine Sorge, der platzt nicht. Das werde ich auch oft gefragt. Hält der mein Gewicht aus? Ja, ich denke schon. Und dann können wir nämlich so relativ bequem die Beine einmal nach vorne auf die Rolle bringen. Und dann merke ich schon, wir haben natürlich hier eine relativ bequeme Ausgangsstellung. Wenn du jetzt keinen Ball hast, musst du dich immer so ein bisschen mit den Händen hochdrücken. Das wird auf Dauer einfach anstrengend. Ne? Dann hast du Handgelenk- und Schulterschmerzen. Um ein bisschen mehr Gewicht auf ein Bein zu bringen, wir starten jetzt also mit einem Bein, überschlägst du das andere Bein. Ihr könnt jetzt schon mal einfach anfangen, so ein bisschen in Bewegung zu kommen. Jetzt ist es so, dass wenn man das ganz, ganz ernsthaft betrachtet, das wollen wir ja schon, ne, wollen schon ernsthaft betrachten, sollte man eigentlich die Technik, also das Rollen, immer so ausführen, dass man mit mehr Druck nach oben rollt, das wäre diese Bewegung, und mit weniger Druck nach unten. Dazu müsste man allerdings wirklich so langsam arbeiten, dass du also immer mit Druck nach unten und dann müsstest du eigentlich das Bein ein bisschen lösen. Ich mache das ja jetzt mit den Faszien schon relativ lange. Ich habe festgestellt, dass es jetzt keinen großen Schaden dir zufügt, wenn du da in beide Richtungen mit dem gleichen Druck rollst. Wir arbeiten uns trotzdem so ein bisschen durch und zwar erstmal so, dass du jetzt anfängst, die Beine so ein bisschen auf eine Seite zu kippen. Also mal ein bisschen mehr nach innen, mal ein bisschen mehr nach außen. Und dann spürst du, dass du andere Strukturen erreichst. Manchmal wandert die so ein bisschen weg. Meine will schon wieder weg. Ihr könnt euch die einfach ein bisschen ranholen. Also bleib in Bewegung und teste für dich einfach aus. Wie fühlt sich das mehr innen an? Wie fühlt sich das mehr außen an? Da könnt ihr selber jetzt ein bisschen durchbewegen. Und es ist schon so, dass wir, ja, ich sag mal so, ne, die Durchblutung nicht nur anregen, sondern dass wirklich oft auch ja, Flüssigkeit aufgelöst wird, Stoffe aufgelöst werden und die sollen eigentlich dann durch die Gefäße nach oben transportiert werden. Darum wanderst du jetzt mit deiner Rolle
ein kleines bisschen höher, also dass wir so praktisch gerade sind wir bis da gerollt und an der untersten Stelle fangen wir jetzt an und gehen weiter nach oben. Du bleibst beim selben Bein, denn wir wollen ja das eine Bein, das wollen wir jetzt durchbewegen. No, und hier auch immer wieder schön so ein bisschen drehen, mach das in deinem Rhythmus, probier aus, wie fühlt sich das ein bisschen mehr an der Innenseite an, wie fühlt sich das ein bisschen mehr an der Außenseite an. Und da werdet ihr selber so eure persönlichen Stellen finden, ne, wo man sagt, wow, das ist ja interessant. Und genau diese Stellen, die sind natürlich auch wirklich interessant, ne, denn da sind ja so richtig, man sagt immer so Verklebung. Also das heißt, dass die Strukturen der Faszien wirklich an dem Gewebe der Muskulatur zu sehr festgebacken ist. Ja, und dann kann es nicht mehr gleiten. Bei den Techniken, die wir die letzten Wochen gemacht haben, habe ich euch erklärt, es soll gleiten, es soll weich sein. Und hier merkt man eben ganz genau die Stellen, wo es nicht weich ist, ne, wo es nicht gleitet. Wir holen die Rolle wieder ein bisschen näher ran, also immer so denken, du hast gerade bis da gerollt und jetzt fangen wir da an und setzen wieder ein Stückchen höher an. Jetzt solltest du schon so im Bereich der Wade so ungefähr sein. Immer wieder das Drehen, ne? Das macht ihr selber hin und her, innen, außen. Und wie ich gerade schon sagte, immer die Stellen, die wir finden, wo es super angenehm ist, ne? Da bleibst du gerne etwas länger sogar drauf, ne? Also da rollst du so richtig schön rein. Die Muskulatur ist entspannt dabei. Auch da werde ich manchmal nachgefragt, weil manchmal ist es wirklich schmerzhaft, ne? Wenn da solche Verklebungen sind, die Faszie eben nicht gleitet, kann das ein bisschen wehtun. Und dann neigt man manchmal dazu, den Muskel zu spannen, gegenzuhalten. Das wäre nicht günstig. Also versuch wirklich locker zu lassen. Wir wandern wiederum ein Stückchen höher. Sollte es jetzt schon so im mittleren Bereich der Wade sein. Wieder mit dem Wandern, rechts, links oder hin und her. Ne? Und immer noch das eine Bein, was wir durchbewegen. Jawohl. Immer wieder spüren, wo ist was? Da bleibst du noch mal ein paar Einheiten länger sozusagen. Jawohl, wunderbar. Sehr schön. Und wenn du jetzt noch mal einmal höher rollst, dann solltest du jetzt wirklich schon so im oberen Bereich sein, wo man dann, ich sag mal, schon so fast in die Kniekehle reinrollt, dass du da schon so merkst, da kommst du schon hier so ein bisschen, hier oben merkt man so manchmal die Knochen, wenn man seitlich dreht, dass man da, ne, so ein bisschen auf die Knochen am Knie hinten in der Kniekehle kommt, dann bist du genau richtig. Da ist meistens nicht mehr so viel los, aber es geht ja eben auch um diesen Rückfluss. Darum ist es wichtig, dass wir jede Stelle mitnehmen. Wenn du in der Kniekehle angekommen bist, dann schiebst du die Rolle erst wieder nach vorne, positionierst dich nochmal. Und wir starten natürlich mit dem anderen Bein. Das heißt, unten ist es ja wirklich fast so von der Ferse über die Achillessehne, kleines Stückchen, unteres Stückchen der Wade. Aber auch da lohnt es sich wieder so ein bisschen nach rechts und nach links zu drehen. Das, ne, Interessante da unten wirklich in der Tiefe ist, da ist so ein Muskel, der ist noch unterhalb der Wade und den erreicht man eigentlich nur da. Das ist der sogenannte Schollenmuskel, Soleus heißt der, der ist unterhalb der Wade und der guckt da unten tatsächlich nämlich so ein bisschen seitlich rechts und links raus. Also wenn da was ist, dann ist es nicht der oberflächliche Wadenmuskel, sondern der tiefe Wadenmuskel. Der darf eventuell ein bisschen verkrampft und verspannt ist oder wo eben die Faszien nicht lang gleiten. So geschmeidig. Wir holen uns die Rolle ein Stückchen näher ran. Das war also immer wieder so, ne, von dem oberen Bereich, wo wir gerade aufgehört haben, dann so ein bisschen weitergehen. Immer wieder das Drehen, das machst du in deinem Rhythmus oder spürst da eben wieder rein, was da so los ist, rechts und links, innen, außen. Und die Beine sind ja auch nicht gleich, rechte und linke Seite. Das merkt ihr vielleicht direkt jetzt schon, ne, dass das eine Bein ein bisschen mehr aufzubieten hat, vielleicht als das andere. Immer schön in Bewegung bleiben. Jawohl, wir holen uns die Rolle wiederum ein Stückchen näher ran. Du bist jetzt so im unteren oder mittleren Drittel der Wade, wo also die Wadenmuskulatur, ne, die oberflächliche Wadenmuskulatur ein bisschen ausgeprägter ist. Spürt man die mehr? Ja, du bleibst wieder auf den Stellen gerne etwas länger, wo etwas zu finden ist, also wo die Faszie nicht gleiten möchte. Da rollen wir eigentlich so lange drüber, bis die Faszie gleitet, ne? Also bis es weich wird. Da haben wir Zeit, ne? Roll, roll, roll. Ich habe jetzt hier nach keinen Kurs mehr, also haben wir Zeit. Viel zu rollen. Roll, du holst dir
die Rolle wiederum ein Stückchen näher ran. Jetzt solltest du wieder so im oberen Bereich schon von der Wade sein, wo wir fast so ein bisschen in die Kniekehle dann reingleiten. Das, wie ich vorhin schon sagte, am Anfang sagte, um auch einen Rückfluss geht, also ne, weil wir regen wirklich den Stoffwechsel an, gehen wir jetzt von hier wirklich nochmal in der Kniekehle weiter. Und jetzt mit beiden Beinen, ne? Jetzt legst du also beide Beine drauf und man darf ruhig so ein bisschen durch die Kniekehle rollen. Ihr müsst euch wirklich vorstellen, ne? Wir haben jetzt was gelöst, Stoffe und so weiter und haben das langsam nach oben gearbeitet und das soll ja jetzt nicht unbedingt in der Kniekehle hängen bleiben, sondern wir schieben es weiter. Und wenn du jetzt weiter Richtung Oberschenkelrückseite gehst, da kann man den Ball dann auch einmal zur Seite legen. Den braucht man da manchmal nicht mehr, denn jetzt gehen wir ja hier an der Oberschenkelrückseite. Ne, richtig schön bis zum Becken. Muss man sich manchmal nochmal so ein bisschen auf der Matte ausrichten. Und da kannst du auch nochmal so richtig schön, ne, jetzt mit beiden Beinen rübergehen, ne, dass wir da den Rückfluss bis nach oben dann anregen bis zum Becken. So, du rollst einmal bis zum Becken, holst die Beine ran. Wenn ihr Gefahr lauft, von eurer Matte runterzurollen, dann richtet euch immer noch mal so ein bisschen in der Mitte aus. Man wandert immer so durch den halben Raum. Jetzt machen wir am Becken weiter. Ne? Becken ist vor allen Dingen die Gesäßmuskulatur und da arbeiten wir wieder Seite für Seite. Also eine Gesäßhälfte wollen wir auf die Rolle bringen. Das heißt, du kippst so ein bisschen hier das Becken auf eine Seite, dass ihr merkt, aha, da, wo es jetzt weich ist, können wir schon mal anfangen zu rollen. Wenn du zu weit gekippt hast, dann bist du auf dem Hüftknochen. Dann ist so dieser feste Knochen, ne, ein kleines bisschen zurück. Um das ein bisschen intensiver zu machen, wenn du es intensiver machen möchtest, könntest du das Bein auf der Seite, wo du arbeitest, also sag jetzt mal das untere Bein, das könntest du anwinkeln. Muss man nicht machen, aber dann merkst du, dass es da noch mal ein bisschen intensiver reingeht. Kippt das Becken nämlich noch mal so ein bisschen mehr nach außen, schön in Bewegung bleiben. Und das ist einerseits die Gesäßmuskulatur, ne, so die Faszie, die oberflächlich läuft, aber das ist hier das Schöne, das geht auch wirklich in die tiefen Muskelschichten rein. Ne, wer mit dem unteren Rücken Probleme hat, empfehle ich diese Technik hier immer sehr. Löst es auf zur Mitte. Richtest dich einmal zur anderen Seite aus, einmal so ein bisschen, ne, auf der anderen Gesäßhälfte einmal so einrollen, ein bisschen spüren, ob du da wirklich, ne, in dem Bereich bist, wo es weich ist, ne, dass wir da in der Muskulatur sind. Wenn du ein bisschen mehr spüren möchtest, das untere Bein, also auf der Seite, wo du dich rübergekippt hast, weil da kommt es manchmal zu Verwechslung, welches Bein. Ich hoffe, ihr versteht das, wenn ich sage, das untere Bein oder das Bein auf der Seite, wo du arbeitest, das sollte überschlagen werden. Dann hast du wirklich ein bisschen mehr davon. Muss man nicht machen, ne? Die Beine könnten auch aufstehen. Jawohl, genau, sehr schön. Das ist eigentlich eine sehr, sehr schöne Technik. Wie gesagt, gerade wer mit Ischias, unterm Rücken, Beckenringgelenk und so weiter, wer da Probleme hat, empfehle ich diese Technik mit dem Becken sehr. So, wir rutschen hier einmal von der Rolle runter. Passt auf, dass ihr den Ball nicht überrollt. Legt den vielleicht einmal so ein bisschen weg. Das ist ja gleich platt. Jawohl. So, wunderbar. Jetzt gehen wir mit dem Rücken weiter. Und optimalerweise würden wir natürlich auch den Rücken wirklich ganz von unten, also hier vom Becken, vom Kreuzbein, dann nach oben durcharbeiten. Das ist manchmal von der Technik her nicht so einfach, weil der Punkt ist ja der, wie komme ich jetzt hier halbwegs bequem ans Becken? Für mich geht es immer ganz gut, wenn ich mich hier jetzt in den Kniekehlen einhake, ich komme dann ganz gut hier ins Becken. Wenn du sagst, ich kann mich da gar nicht halten, geht gar nicht, könnte man die Arme so ein bisschen seitlich nach außen ausbreiten. Ne, könnt ihr mal ausprobieren. Die Bauchmuskeln, die müssen so oder so ein bisschen mitarbeiten, das merkt ihr schon. Ne, genau, also probier das aus, ne, ob das hier für dich vorne oder hinten besser geht. So, wenn wir schön hier das Becken, ne, durchgerollt haben, dann lässt du dich ein bisschen weiter in die Lendenwirbelsäule gleiten. Mach mal weiter. Ich roll gerade so schön über meinen Mikrogürtel. Der hat da hinten so eine Plastikschnalle. Sehr angenehm. Ja, es ist halt mit Verstärkung dann, ne? Über die Plastikschnalle rollt. Boah, so geht's. Roll ich ein bisschen das Mikro ab. Also hier schön durch die Lendenwirbelsäule. Dann gehst du von der Lendenwirbelsäule ein kleines bisschen weiter. Dass wir hier so Brustwirbelsäule rollen. Wenn du in der Brustwirbelsäule bist, dann legt der Rücken sich ja mehr und mehr nach hinten. Dann kannst du sehr, sehr gerne auch mal deinen Kopf ein bisschen unterstützen, dass es jetzt nicht für deinen Nacken anstrengend wird. Jawohl, genau, sehr schön.
wenn ihr euch von eurer Matte entfernt, mir geht es auch immer so, richtet euch nochmal aus. Ne? Ich rolle hier auch immer durch den halben Raum, hol die nochmal zurück. Hier im Bereich der Brustwirbelsäule, also da, wo du die Rippen spürst, den Brustkorb, da darfst du auch mal den Rumpf ein bisschen zur Seite legen, dass du sagst, ich gehe mal so ein bisschen mehr in den Latissimus, nur den seitlichen Rückenmuskel da so ein bisschen rein. Natürlich mal wechseln rechts und links. Geht da wieder so ein bisschen selber durch, ne? Mal wieder dieses Spüren, wo ist was, wo ist eine Stelle, wo du gerne da noch mal ein bisschen mehr machen möchtest. Ja, wenn du noch mal jetzt den Kopf stützt, dann kannst du so richtig schön über die Schulterblätter rollen. Also die Schulterblätter, da sind ja auch ganz viele Muskeln, da ist auch die breite Faszie, die hier über den ganzen Rücken geht. Und dann roll wirklich bis zum oberen Rand der Schulter, also fast bis zum Nacken rollen wir. Da geht noch mal weiter. Bewegung bleiben. Jawohl, sehr schön. Ich glaube, ich bin die Einzige, die mit meiner Rolle immer so rumwandert. Immer ein bisschen vielleicht hier auf die Haare aufpassen. Wer lange Haare hat, achte da nochmal drauf, dass die nicht unter die Rolle kommen jetzt hier. Ne? So, wenn wir schön die Schulterblätter durchgerollt haben, dann setze dein Becken einmal ab. Wir schieben die Rolle ein kleines Stückchen höher. Denn das wäre jetzt ja wieder durcharbeiten von unten nach oben. Jetzt sind wir in der Halswirbelsäule. Beine stehen locker angewinkelt und das ist eigentlich immer sehr dankbar hier, die Halswirbelsäule. Wenn wir hier jetzt so ein bisschen nach rechts und nach links den Kopf rüber kippen, dann spürst du so richtig schön die Ansatzstellen der Muskulatur. Aber hier ist ja auch eben die Faszie. Im ersten Termin von unserem Faszientraining, da hatte ich euch ja so ein bisschen beschrieben, ne, wie die Faszien langlaufen. Und die läuft ja durch die Halswirbelsäule über den kompletten Kopfschädel und bis vorne an die Augenbrauen. Ne, da macht die Rückenfaszie sich tatsächlich fest. Du kannst hier den Kopf auch mal so ein bisschen eher kreisend bewegen. Dann spürst du noch mal so ein bisschen mehr auch oben so am Hinterkopf die Ansatzstellen. Geht da wieder durch. Du kannst jede Bewegung machen, langsam, ganz bewusst. Spür da rein. Wo was ist, da bleiben wir wieder so ein bisschen. Du kannst zum Beispiel an einer Stelle, wenn du einen Schmerzpunkt spürst, da kannst du so ein bisschen bleiben und dann so etwas hin und her schuckeln, sage ich immer, dass du so einen bestimmten Punkt so ein bisschen durchmassierst. Und dann arbeitet ihr euch da nochmal durch, die Halswirbelsäule durch. Also Halswirbelsäule, Nacken ist eigentlich immer sehr dankbar, ne? Und gerade bei Nackenverspannung, also kann ich das nur absolut empfehlen. Das hilft meistens sehr, sehr gut. Und lass den Kopf nochmal für einen Moment hier so in der Mitte einfach gerade liegen. Dann wollen wir den Nacken ja jetzt nicht so anstrengen. Also du holst mal ein Bein ran, greifst locker in die Kniekehle, kannst dann den Rücken entspannt aufrichten. Komm mal hoch zum Sitzen. Wunderbar. Jetzt wollen wir uns ein bisschen an der Vorderseite des Körpers auch durcharbeiten. Ja, was heißt Vorderseite? Die Faszie an der Vorderseite läuft eigentlich so ein kleines bisschen am Schienbein entlang. Und das Schienbein, das kriegt man tatsächlich am besten so. Ich nutze hier auch wieder meinen Ball, setze mich seitlich so ein bisschen drauf. Es ist einfach wieder bequemer. Und dann schiebst du die Rolle so weit nach vorne. Die Seite ist so ein bisschen wackelig, bis wir eben hier das untere Bein entsprechend dann am Schienbein ausgerichtet haben. Das darf ruhig so ein bisschen vom Knöchel ausgehen und dann rollst du am Schienbein Richtung Knie. Wie gesagt, ich finde es immer mit dem Ball ganz angenehm. Können wir so ein bisschen drüber rollen. Der geht so ein bisschen mit. Genau, sehr schön. Du kannst auch hier, ich versuche es nochmal so ein bisschen mehr zu zeigen, nochmal ein kleines bisschen mehr eindrehen, nochmal ein bisschen mehr nach vorne kommen. Und da einfach nochmal ausprobieren oder die Rolle nochmal ein bisschen höher setzen. Und probier mal aus. Jawohl, genau, sehr schön. Jetzt bleiben wir ruhig erstmal bei dieser Seite, weil wir jetzt auf der Seite angefangen haben. Du holst dir die Rolle eine ganze Ecke höher, dass wir vom Knie, von der Außenseite vom Knie jetzt dann an der Oberschenkel-Außenseite weitergehen. Und das ist meistens eine recht empfindliche Angelegenheit, recht empfindliche Stelle. Das liegt vor allen Dingen daran, dass hier an diesem, es ist so eine ganz feste Sehnenplatte, dass da so extrem viele Muskeln zusammenlaufen und da einfach eine sehr, sehr große Spannung auf dieser Sehnenplatte ist. Wenn es sehr, sehr intensiv ist, dann nimm einfach, so wie ich das auch gerade mache, das obere Bein so ein bisschen runter und kannst du da so ein bisschen Gewicht abnehmen.
auch hier sollten wir bis zur Hüfte, hol die Rolle nochmal näher ran. Oder gegebenenfalls, ne, bräuchte ich den Ball jetzt nicht unbedingt mehr, stütze ich mich hier hoch, dass ich wirklich hier bis zur Hüfte komme. Jawohl, sehr schön. So, wenn wir die andere Seite machen, ich bleibe jetzt mal mit dem Gesicht vorne. Ihr könnt euch auch einfach rumdrehen, aber ich möchte euch nicht meine Rückseite zudrehen. Ne, starten wir also wieder mit dem Schienbein. Ich setze mich hier seitlich auf den Ball, schiebe die Rolle so weit nach vorne weg, dass ich hier die Beine eventuell ein bisschen angewinkelt, ne, dass ich hier schön dann vom Knöchel aus gesehen da einmal Schienbeinmuskulatur erreiche. Kann auch so ein bisschen mehr eingedreht sein, wie gesagt, ne, dass du ein bisschen mehr nach vorne Richtung Schienbein kommst. Jawohl. Seite ist immer eine schwierige Ausgangsstellung, ne? Ich weiß, das ist ein Gewackel und Gerappel. Ihr kriegt das hin. Jawohl, wunderbar. Ja, gegebenenfalls die Rolle noch ein bisschen näher ranholen. Ja, noch mal einmal ein bisschen höher arbeiten. Juppala. Sehr gut. Jawohl. Bis zum Knie und da holen wir uns die Rolle jetzt ein bisschen oberhalb des Knies. Ich wandere hier schon wieder auf meiner Matte hin und her vom Knie, Außenseite, Oberschenkel. Jawohl. Ein bisschen mehr ran, wenn das zu intensiv ist, stell das obere Bein einmal auf, dass du das so ein bisschen runternimmst. Aber bleib an der Seite, die hat es schon auch nötig, dass wir da diese große Spannung in dieser seitlichen Faszie wirklich so ein bisschen lösen. Gerne die Rolle noch mal ein bisschen näher ranholen, dass wir bis zur Hüfte oben kommen. Braucht man eventuell den Ball nicht. Nur kann man auch so sich durcharbeiten. Jawohl, ihr seid tapfer. Sehr gut. Sehr schön, jawohl. Und einmal lösen aus der Position. So, ich wandere hier schon mal direkt in die nächste Ausgangsstellung. Du kannst den Ball ruhig da liegen lassen. Vielleicht ist dir das gleich angenehm mit Ball. Wir wollen die Oberschenkelvorderseite bearbeiten. Die Oberschenkelvorderseite fängt am Knie an, fast an der Kniescheibe bis zur Hüfte. Den Bereich wollen wir haben. Ja, das heißt, du musst also hier irgendwie so auf deine Rolle kommen, dass die am Knie, an der Kniescheibe mehr oder weniger ruht. Und ich nehme den Ball hier jetzt so ein bisschen unterm Bauch. Dann brauche ich mich nicht ganz so stark stützen. Dann kann ich mich da wirklich so ein bisschen auf den Ball ablegen. Und dann schiebst du eben vom Knie, von der Kniescheibe aus gesehen, Richtung Mitte des Oberschenkels. Genau, und du kannst ruhig an die Kniescheibe ranrollen. Also nicht ganz über die Kniescheibe drüber rollen natürlich. Das ist vielleicht nicht ganz so angenehm. Die Kniescheibe geht nicht kaputt, aber da müssen wir nicht unbedingt lang, sondern hier schön an der Oberschenkelvorderseite. Lass die Muskeln locker, nicht dagegenhalten. Jawohl, sehr schön. Wunderbar. Hier wollen wir auch nochmal die Rolle ein bisschen höher holen oder du wanderst ein bisschen mit, dass wir von der Mitte des Oberschenkels so ein bisschen mehr nach oben Richtung Hüfte gehen. Ne? Mitte des Oberschenkels ruhig nochmal so ein bisschen bleiben. Oberschenkelvorderseite, die einen sagen immer, boah, ganz schlimm, die anderen sagen, boah, super. Ja, da sieht man, dass die Spannung in den Faszien bei jedem Menschen ein bisschen anders ist. Aber hier lohnt es sich auch immer durchzugehen. Du gehst wirklich bis in die Hüfte, bis nach oben, wo du den Ansatz dann vom Becken merkst. Hier, wenn du dann in der Hüfte oben wirklich so am Becken bist, dann merken wir meistens nicht mehr so viel Anspannung. Jetzt kannst du aber nochmal, wenn du die Arme ausstreckst, dann nochmal versuchen, den ganzen Weg, also das heißt vom Knie bis zur Hüfte, da nochmal richtig schön, jetzt so ein bisschen im längeren Fluss, hier zu bleiben, schöne große Bewegung, Körpervorderseite, sehr schön, jawohl, wunderbar. Sehr gut, jawohl, wunderbar. Und du löst dich einmal aus der Position. Puh, einmal kurz erstmal runterkommen, einmal verschnaufen. Das ist schon intensiv. Jetzt haben wir sehr intensiv die Beine durchgearbeitet und spürt mal nach. Die Durchblutung wird schon sehr angeregt dabei. Aber wie gesagt, ist für die Muskulatur und für die Faszien sehr, sehr gut. Ja, wo wir jetzt schon mal einmal hier zusammen sind, möchte ich euch noch eine Fasziendehnung mit der Rolle zeigen, weil die finde ich einfach sehr, sehr schön. Auch wenn du eine kürzere Rolle hast, geht das auch. Mit der langen geht es auch sehr schön. Das heißt, wir gehen nochmal in die Position, wo wir vorhin schon so ein bisschen waren, dass du die
Rolle praktisch so als Anlehne nutzt. Ja, wo ist die Rolle jetzt genau? Du kannst erstmal so in der Mitte vom Rücken starten, Brustwirbelsäule, etwas unterhalb der Schulterblätter. Das könnt ihr aber gleich auch verändern, die Position. Du stellst die Beine bewusst ein bisschen weiter nach vorne. Wenn es geht, stellst du die Fersen auf. Und du nimmst die Arme jetzt langsam nach hinten, senkst hier den ganzen Oberkörper behutsam wirklich nach hinten ab. Lässt den Kopf optimalerweise mit nach hinten sinken. Und wenn du das Gefühl hast, das geht, du kannst den Oberkörper lösen, dann streckst du die Beine von dir weg. Tief durchatmen. Bleib ruhig noch mal einen Moment da. Jetzt habe ich gerade gesagt, wenn das geht. Und was ist, wenn das nicht geht? Ne, ist jetzt die Frage. Dann könntest du zum Beispiel den Kopf mit den Händen abstützen und dich halt wirklich nur so weit rüber lehnen, wie das dann für dich in Ordnung ist. Aber der Kopf sollte sanft mit in den Nacken gehen. Und wenn der dann eben noch in der Luft hängt, dann lieber mit den Händen abstützen. Ne? Das ist kein Problem. Ja, wie kommen wir jetzt wieder aus der Position raus? Weil das ist schon sehr intensiv. Du holst erstmal die Arme langsam wieder zurück, dann hebst du den Kopf an, richtest den Rücken auf, holst die Beine nochmal an. Das dehnt sehr, sehr intensiv die vordere Faszie, Wirbelsäule wird mobilisiert. Jetzt kannst du die Position der Rolle nochmal so ein Zentimeterchen nach oben oder nach unten verändern. Vielleicht hattest du auch gerade das Gefühl, oh, ich denke, das ein bisschen höher, so an den Schulterblättern, dass das ganz, ganz gut für dich ist. Du gehst mit den Armen, mit dem Rumpf nach hinten, dann streckst du die Beine aus. Das Becken sollte auf jeden Fall auf dem Boden sein. Ne? Da brauchen wir jetzt den Fixpunkt am Becken. Ne? Und wie gesagt, Brustwirbelsäule oder Schulterblätterrolle. Der Kopf hinten nicht so ganz auf den Boden geht und das ist dir unangenehm, wenn der so hängt. Dann nutz bitte deine Hände, um den Kopf zu stützen. Tief durchatmen. Du holst erst wieder die Arme ran, gerne auch mit einer Hand den Kopf mitholen, wenn es für dich angenehmer ist und die Beine nochmal anstellen und eine letzte Position kannst du dir nochmal aussuchen, bisschen höher, bisschen tiefer, ne, wo du jetzt sagst, da möchte ich nochmal reingehen und dann geht es wieder in die Streckung, lass den Kopf entspannt nach hinten sinken, schieb die Beine weg von dir und tief atmen. Und in der Position zeigt sich eben auch, wie gut kann deine vordere Faszie entspannen. Wie gut kann wirklich jetzt ne, Kopf, Arme, Hände in die Position sinken. Sehr schön. Du holst die Arme nochmal zurück, kannst gerne den Kopf mit einer Hand auch unterstützen, hochholen. Wir holen die Beine ran wieder nacheinander und du löst dich aus der Position. Sehr schön, kommst einmal hoch zum Sitzen. Wunderbar. Da muss man erstmal atmen, ne? Vor allen Dingen nach der letzten Position, das ist sehr, sehr intensiv. Ja, aber vielleicht merkst du, das ist intensiv, aber intensiv bringt schon auch was. Ne? Haben wir sehr, sehr schön durchbewegt. Ja, Faszientraining mit Rollen, intensive Technik. Es gibt auch noch ein paar Techniken für die Arme, die finde ich immer nicht so spektakulär, weil, ne, also ganz ehrlich, wir müssten so viel Druck auf die Arme bringen, das ist eigentlich durch solche Positionen gar nicht so gut erreichbar, weil es braucht diesen Druck. Ne? Und wenn ihr so die Arme, könnte man in alle Richtungen, ne? Die Arme, Unterarme, vorwärts, rückwärts, rüberrollen, aber da fehlt einfach so der Druck. Also das finde ich einfach von der Technik her nicht so schön, nicht so effektiv. Ne? Denke ich, da könnte ich die Zeit dann anders oder besser verbringen. Darum haben wir jetzt nicht so viel mit den Armen gemacht. Das sind natürlich auch die Faszien. Ja, schön, dass ihr dabei wart. Jetzt sind wir schon wieder durch mit unserem Faszienprogramm. Habt ihr super gemacht. Ich hoffe, es hat euch eine Anregung gebracht. Und viele von euch haben ja das Equipment zu Hause. Nutzt es doch bitte. Dann steht es nicht nur rum. Ne? Wunderbar. Schön, dass ihr dabei wart. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Für heute ist erstmal Feierabend. Ja, und ich hoffe, wir sehen uns morgen zum Beispiel wieder. Tschüss, tschüss.